Target, Costing, Zielkostenrechnung, die Grundfrage, was ist der Kunde bereit zu zahlen? Schauen Sie mal, die Perspektive hat sich dramatisch geändert. Was ist der Unterschied? Kostenorientiert bedeutet, was habe ich für Selbstkosten? Die Selbstkosten setzen sich zusammen aus meinen Material-Einzelkosten, meinen Material-Gemeinkosten, meinen Fertigungseinzelkosten, meinen... Was habe ich für Kosten? Nabelschau. In der Psychotherapie nennt man das Nabelschau. Bin den ganzen Tag mit mir selber beschäftigt. Was geht's mir schlecht? Was habe ich für Kosten? Und dann mache ich da einen Strich drunter, dann habe ich das Ergebnis, die Summe, meine Selbstkosten. Und dann kommt, was will ich für einen Gewinnzuschlag? Da kommt dann ein Preis raus, den du bezahlen sollst. Das funktioniert auf Verkäufermärkten, wo der Kunde in der Schlange steht und froh ist, dass er überhaupt was kriegt. Aber das funktioniert auf Käufermärkten nicht mehr. Und deswegen hat sich die Sichtweise geändert, nicht das Kalkulationsschema. Das Kalkulationsschema ist genau das gleiche geblieben, nur wir fangen jetzt am Ende an. Was ist der Kunde bereit zu zahlen? Dann ziehen wir unseren Gewinnzuschlag ab, dann haben wir eine Obergrenze, Selbstkosten, die verteilen wir auf die einzelnen Bereiche, also auf Materialkosten und Fertigungskosten und so weiter, Verwaltung, Vertrieb, alles was in dem Schema drinsteckt. Dann habe ich Obergrenzen, das ist Target Costing, Zielkostenrechnung. Dann habe ich nämlich Ziele. Allowable Costs heißt das dann. Erlaubte Obergrenzen für die Leute, die ja schon mal etwas tiefer eingestiegen sind. Mir geht es jetzt im Moment um das Grundprinzip. Verstanden? Den Unterschied zwischen kostenorientiert und nachfrageorientiert. Wo ist der Unterschied? Ich konzentriere mich auf mich selber, wenn ich kostenorientiert denke. Ich konzentriere mich auf den anderen. Ich denke im Kopf des Kunden, wenn ich nachfrageorientiert vorgehe. Das ist der entscheidende Unterschied im Standpunkt, im Blickwinkel. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.